Hallo zu Undergrid, mein Name ist Claudio Schiesel und heute bin ich bei der Plakatpräsentation der SPÖ für den Steirischen Landtagswahlkampf. Mir gegenüber steht Magister Michael Schickhofer, seines Zeichens Landeshauptmann-Stellvertreter und SPÖ-Vorsitzender. Herr Magister Schickhofer, wie geht es Ihnen damit, dass wir jetzt früher wählen als ursprünglich geplant? Ja, wir haben ja erlebt, dass der ÖVP-Parteiobmann Schützenhöfer ohne jeden Grund und Anlass in der Steiermark Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat. Die Steirerinnen und Steirer wollten, dass wir arbeiten bis zum Mai 2020. Das hat der Landeshauptmann verhindert. Und aus meiner Sicht ist jetzt klar, wenn es schon Neuwahlen gibt, dann brauchen wir auch einen Neustart, dann braucht es einen Schichtwechsel in der Steiermark, dann braucht es eine neue, dynamische, zukunftsorientierte Führung. Und dieses Angebot mache ich den Steirerinnen und Steirern, sie in eine positive, in eine klimaschonende, in eine kinderfreundliche Zukunft zu führen. Sie spielen da ein bisschen mit dem Sujet Schwarz-Rot auf dem Logo, auf dem Plakat, haben aber gleichzeitig das Parteilogo diesmal in der ersten Serie nicht drin. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, wir wissen, dass die Steirerinnen und Steirer sich vor allem immer die Persönlichkeiten anschauen, ihre Werte, ihren Stil und die Inhalte. Und daher ist es in erster Linie auch eine Entscheidung, will ich Hermann Schützenhöfer oder will ich Michael Schickhofer? Und ich möchte den Steirerinnen und Steirern ein positives Angebot geben, mit mir gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Auf dem ersten Plakat fehlt auch Ihr Name. Ja, die Steirerinnen und Steirer kennen mich ja. Wir sind in so vielen Teilen der Steiermark unterwegs, da braucht es den Namen nicht mehr. Die Steirerinnen und Steirer können auch alle Michael zu mir sagen. Soweit dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, könnten Sie sich in Zukunft vorstellen, dass zum Beispiel Neuwahlen so kurz vor einer regulären Wahl in der Wahlordnung verboten werden? Na, ich bin sowieso dafür, dass man die Wahlperiode fertig arbeitet. Also die Verfassung sieht natürlich vorgezogene Neuwahlen vor, aber nicht für parteitaktische Spielchen, sondern wenn es wirklich eine Krise gibt. Ja, auch über diese Modelle sollte man nachdenken. Aber wie soll man es machen, wenn es keine Mehrheit mehr gibt, wenn der eine Partner sagt, ich arbeite lieber mit der FPÖ zusammen und sich dann noch die Grünen mit ins Boot holt, dann ist es wahrscheinlich besser zu sagen, Strich drunter, starten wir durch und schauen wir, dass es auch einen Neuanfang für unser Land gibt. Aber für die nächste Legislaturperiode könnten Sie sich diesbezüglich eine Gesetzesänderung vorstellen? Wir können in der nächsten Periode alles verhandeln, aber jetzt geht es einmal wirklich um die Lebenssituation der Steirerinnen und Steirer, ums Wohnen, um die Umwelt, um den Klimaschutz. Also ich wünsche mir ja, dass wir dann 5 Jahre arbeiten und ich kann garantieren, wenn ich Landeshauptmann für die Steirerinnen und Steirer bin, werde ich meine eigene Periode nie verkürzen. Sie haben beim letzten Mal den Landeshauptmannssessel quasi großzügig an die ÖVP weitergegeben. Wird es dieses Spiel nochmal geben? Definitiv nicht. Könnten Sie sich vorstellen, eigentlich mit Mario Kunasek im Zweifel auch eine Koalition einzugehen? Jetzt geht es einmal darum, dass wir vorlegen, was wir wollen und in welche Richtung wir gehen. Und dann kommt es auf die Stärke des Mandates der Steirerinnen und Steirer an. Wir haben unsere Werte, wir haben unsere klaren Haltungen und ich werde, wenn mich die Steirerinnen und Steirer mit dem entsprechenden Mandat ausstatten, Gespräche mit allen führen, dass das mit der FPÖ äußerst schwierig und wenig vielversprechend ist, ist klar. Aber ich will nicht die Gespräche von vornherein ausschließen. Sie haben Werte angesprochen. Wo liegt jetzt der Themenfokus in dieser Kampagne und allgemein im Wahlkampf? Erstens möchte ich, dass in der Steiermark wieder der Handschlag zählt, dass man sich auf das Wort verlassen kann. Das ist ja eine der größten Problematiken im Zusammenhang mit Hermann Schützenhöfer, dass das, was vereinbart worden ist, was per Handschlag besiegelt wurde, nicht eingehalten wurde. Mir ist es wichtig, dass die Steirerinnen und Steirer sich auf mich verlassen können, mir vertrauen können, dass ich aber dann vor allem auch mit ihnen gemeinsam die Zukunft gestalte, dass wir die großen Themen Klimaschutz, Digitalisierung und unser neues, besseres Familienleben angehen.
Eine letzte Frage noch. Ihr Vorgänger ist bei unter 30% gegangen. Sollte die FPÖ bei der nächsten Wahl, so wie es manche Umfragen voraussehen, in Richtung 20% gehen, würden Sie dann Ihren Sessel abgeben? Also ich weiß manchmal nicht, wer welche Umfragen liest. Letztlich kommt es aber auf die Wählerinnen und Wähler drauf an. Ich will jedenfalls eine schwarz-blaue Koalition in der Steiermark verhindern und ich möchte, dass wir den Landeshauptmann stellen. Und dann werden wir uns nach 6 Wochen Wahldebatten, nach 6 Wochen Wettstreit der besseren Ideen anschauen, wer vorne ist. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, viel Glück für den Wahlkampf. Herzlichen Dank. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.